Dann da lang, aber flott, flott. Flott, hab ich gesagt. Okay, hör zu. Ja, Quatsch, alle Quatsch. Und die auch, schnell nicht aus zieht, ne? Ja. Sie sind doch her. Ich bin der Herr Oslowski, ich bin arbeitsloser Melcher aus dem Osten von Deutschland, um genau zu sein aus Schöppisch. Und ich habe ein Problem. Sie können langsam meine Hand wieder loslassen. Entschuldigung. Ich kriege ein Quetschtier von mir. Ach, schön. Können Sie zur Beruhigung nehmen, zum Hinsetzen? Darf ich mich hier hinsetzen oder legen, oder? Das haben Sie ja fast schon gemacht, also hinpflanzen, bitte. Ach, schön. Entschuldigung. Ach. Ja, also... Haben Sie es bequem? Ja, ist gut so, ne? Besser als daheim im Osten, da hat man ja so Couch nicht und da fängt mein Problem schon an. Doktor Medwurst, Doktor Medwurst, Doktor Medwurst, Doktor Medwurst, Doktor Medwurst. Und das mit den Couchen, das ist ja noch gar nicht alles. Dann gab's noch den Muggelfuck und die Trabis und die Nena und den Wodka und den Kommunismus. Und die ganzen Asiaten und die Touristen und den ganzen Scheiß, der offen noch ist. Also ich weiß, ich verstehe, weil meine Frau mit den 7 Kindern abgehauen ist. Aber, ach nee, und vor allen Dingen, ne, ich meine, sonst ja immer für Kommunisten. Aber wenn ich auf die Scheiß Köln da, mein Trabi Köln, das ist einer vorbei. Und im Mauerfall, da ging's nämlich auf Fischschule, da hab ich dann mein Schiff verloren. Und dann war die Mauer weg und dann die ganzen Bettis zu uns geworden, die Össi. Und dann kam wieder die NPD und der ganze Scheiß und da hab ich keine Lust mehr drauf. Ja, machen Sie erstmal halblang, schon mal sagen. Was sehen Sie in diesem Bild? Ne, als dann die Mauer weg war, da ist schon meine Frau dann, habe ich auch schon gesagt, die Töte mit den 7 Kindern. Kindern, ich hab gehauen, ich hab alle 7 Kinder mit dir und dann nach Baden oder sehen sie da, was weiß ich, da München. Sandy, die Menti, der Mäschel, der Jürgen Günther, der Hasten, die Pamela Weltraut. 7 wunderschöne Kinder, aber Captain, die hört halt einfach ab. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich bin seit 30 Jahren Alkoholiker, ich bin arbeitslos, ich war Mäuser, ich hab immer schöne Löcher in der Berliner Mauer als bei Vampirchen, weil ich hab immer was zu tun gehabt. Und jetzt bin ich arbeitslos. Also Maurer, arbeitslos als Maurer, heutzutage kann man sich das vorstellen. Und dann hab ich noch 18 Jahre arbeitslos. Ich hab gefunden aus Maurer, nämlich um Hälter zu bleiben, Westen. Ja, sind auch immer die Westis, haben uns an die Tür. Und dann, was stell ich fest? Ich hab panische Angst vor Betonmischern auf einmal. Früher, der Betonmischer war mein bester Freund, ich bin mit dem ein Saufen gegangen und was nicht alles. Und jetzt hab ich panische Angst vor diesem Scheißgerät. Ne, aber das ist ja noch nicht alles. Ne. Ich ist, als wär's nicht schlimm genug, nach 18 Jahren Arbeitslosigkeit habe ich auf einmal eine Metal-Intoleranz. Also meine Diagnose als Fachmann. Sie haben die Phobialis Cementis Mixtose. Kann man da was machen? Also ich hätte eine Behandlung für Sie.
dreimal täglich die minus M Milch. Die ist mörtelfrei. Und einschreiben würde ich sie auch bei den Anonymen. Ostmauern und den Brett vorm Kopf würde ich durch einen Pflasterstein ersetzen und den Durchblick. Frau Pipsch, da kannst du ja einen ganzen Lieferwagen voller minus Emilch geben oder Backstein für den Gefangenen gehabt, den kriegst du gratis dazu. Oh, da ist ja noch mal schon was Kleingedrücktes. Also, da keine Haftung wird übernommen. Also, so psychische Schäden, so Analriss, also, Eltern heften für ihre Kinder, und, also, plötzlich auftretende Dummheit. Texthänger! Spann. Aktion. Aktione, Ute! Und dann gehst du auf die Hand, weil dann fällt der so raus. Das ist ultimativ sein. Ich geh mal. Ja, mach. Nee. Weiter nach links. Warte, lass mich mal. Oh,